acht verschiedenen Grußwörtern zusammengestellt haben, die Sie hier sehen. Wir danken den Urhebern für diese Zusammenstellung. Und wie das genau funktioniert, das wollen wir gleich erfahren. Und ich danke Ihnen, dass Sie heute bei dem tollen Wetter hierher gekommen sind. Wir werden uns große Mühe geben, Sie gut zu informieren und Sie gut zu unterhalten. In unseren beiden Panels, das erste Panel, das geht jetzt von 14.45 Uhr bis 15.45 Uhr, also eine Stunde. Und wir würden das gerne so machen, dass wir erstmal eine Dreiviertelstunde die Diskussion auf dem Panel halten. Und wenn sich dann Fragen aus dem Publikum ergeben, dann würden wir das gerne in der letzten Viertelstunde von Ihnen aus dem Publikum einholen. Ich habe aber auch mein Handy mit auf der Bühne und Sie können gerne twittern. Unser Hashtag ist TROA16, also The Rules of Algorithm 16. Und ich werde versuchen, das auch mit im Auge zu behalten. Ja, und bei unserem ersten Panel geht es um den Stand der interdisziplinären Wissenschaft zu algorithmischen Entscheidungen. Und wir heißen willkommen auf der Bühne Herr Professor Dr. Lasser. Wenn Sie gerne auf die Bühne kommen will, setzen Sie sich gerne nach links. Frau Dr. Simon von der Universität Kopenhagen und Professor Dr. Hannes Federath. Ja, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Herr Professor Dr. Hannes Federath ist aus dem Fachbereich Informatik der Universität Hamburg und er ist Vorstand der Gesellschaft für Informatik und er forscht beispielsweise zu Datenschutztechnologie, Verschlüsselung, Computerforensik und anderen. Und wenn man ihn mit Keywords vorstellen wollte, so wie man das für einen Algorithmus braucht, dann könnte man sagen, er steht für IT-Sicherheit, mobilen Datenschutz, anonyme Kommunikation im Internet. Herzlich willkommen. Hallo. Wir haben ein sehr internationales Panel hier heute und herzlich willkommen Frau Dr. Judith Simon. Sie ist Associate Professorin an der IT University in Kopenhagen und sie ist Technikphilosophin. Wenn man sie in Keywords vorstellen wollte, würde man sagen, sie ist Philosophin. Sie steht für Vertrauen, Big Data und Handlungsfähigkeit. Herzlich willkommen. Und Professor Dr. Michael Latzer ist zu uns gekommen vom Institut für Publizistik, Wissenschaft und Medienforschung von der Universität Zürich. Er forscht zu Internetanwendungen, die algorithmische Selektion verwenden. Er wird uns gleich erklären, was das bedeutet. Und seine Keywords sind Medienwandel und Innovation, Governance durch und von Algorithmen und Gestaltungsmöglichkeiten der Regulierung. Ich sehe schon, es wird schon eifrig getwittert, Herr Professor Federath. Danke, ja. Professor Federath, was sind denn diese Markov'schen Ketten, was wir da gerade gehört haben, dieses Grußwort, wie entsteht sowas? Also wie das konkret entstanden ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Da ist ja ein Algorithmus programmiert worden, den ich mir nicht angeschaut habe. Ich kann Ihnen aber, wenn Sie wollen, mal kurz beschreiben, wie solche Dinge gehen könnten. Mhm. Also die Idee zum Beispiel solcher Markov-Ketten oder Markov-Prozesse ist, dass man eine bestimmte Vorstellung davon hat, wie Dinge ablaufen, meistens in einzelnen Schritten. Und dann weiß man eben aufgrund statistischer Beobachtungen oder eben weil man die ganz konkret so annimmt, dass aufgrund einer bestimmten Ereignisfolge andere Ereignisse mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit folgen. Ja, und genau das kann man einmal grafisch hinmalen, dann hat man eben genau diese Abfolge. Das ist also ein Graph eigentlich. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass es zum Beispiel Wörter sein können oder Sätze, ja, dann folgt eben üblicherweise in einem Text auf, sagen wir mal, einen einführenden Satz, irgendein anderer Satz, der vielleicht auf die Inhalte hinführt, dann wird es konkreter und so weiter. Also es gibt eine bestimmte Struktur und diese Struktur, die haben Menschen irgendwann mal eben in so einer Markov-Kette modelliert und die Übergänge, also die Wahrscheinlichkeiten zwischen den unterschiedlichen Schritten, die Übergänge, die kann man jetzt natürlich sozusagen auf andere Diskursbereiche, andere Bereiche anwenden. Und genau das haben die da im Grunde genommen gemacht in dem Algorithmus. Die setzen sozusagen Rubbish zusammen aus anderen Grußworten, die gesprochen wurden. Und kuratiert. Ja, genau. Und auf die Art entsteht gewissermaßen eine neue Wahrheit. Da
das hörte sich ja jetzt schon sehr komplex an, Herr Professor der Informatik. Ich versuche das nochmal ein bisschen runterzubrechen. Was bedeutet denn jetzt ganz genau ein Algorithmus? Entscheidet der Algorithmus, was wirklich gesagt wird? Oder was ist der Unterschied zwischen einem Algorithmus und einer algorithmischen Entscheidung? Ich antworte mal als Informatiker, auch vor dem Eindruck dessen, was wir heute Vormittag, das wurde ja schon angedeutet, besprochen haben. Also für mich als Informatiker ist der Algorithmus zunächst nur in Anführungszeichen die Abfolge von bestimmten relativ atomaren Anweisungen, die dann eben zusammen eine bestimmte Problemlösung ergeben könnte. Gelernt habe ich, dass natürlich Soziologen, Psychologen, andere Disziplinen eine sehr viel komplexere Vorstellung von Algorithmen haben. Da geht es eben darum, dass mit Eingaben etwas passiert, das möglicherweise nicht mehr hundertprozentig transparent ist. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ist der Algorithmenbegriff, wenn man ihn nicht informatisch sieht, eben letztendlich eine Art von Blackbox. Und es kommen halt Eingaben rein, es gehen Ausgaben raus. Und man würde eigentlich gerne wissen, wie da drin genau diese Ausgabe aus der Eingabe entstanden ist. Und Informatiker könnten das runterprogrammieren, ja, und dann wäre das deterministisch. Wir wissen aber, vieles im Leben ist nicht deterministisch, dann sind wir wieder bei Markov. Ja, denn es ist eben doch so, dass manches nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit passiert. Und wer entscheidet letztendlich in dem Algorithmus? Naja, vielleicht einen Würfel oder irgendwelche anderen Dinge. Also die Komplexität steigt nicht nur dadurch, dass es viele Input-Variablen gibt bei komplexen Problemen, sondern eben auch dadurch, dass diese Input-Variablen noch dazu auf eine zum Teil unvorhersagbare Art miteinander verknüpft werden. Und dadurch entsteht, und wir Menschen machen das im Übrigen auch so, neues Wissen. Und dieses neue Wissen könnte uns weiterbringen. Darf ich noch eine Geschichte dazu erzählen? Ich habe kürzlich einen Vortrag gehört von einem Robotiker. Und zwar, es war ganz lustig, in diesem Vortrag wurde beschrieben, wie eine Maschine lernt, einen Tischtennisball in so einem Netz aufzufangen. Immer diesen hier. Die Maschine, es war ein Roboterarm, hat immer so gemacht. Ja, und hat sich selbst beobachtet und hat so weit adaptiert, bis irgendwann der Ball aber mit hundertprozentiger Sicherheit da reinfiel, in genau dieses Netz. Ja, der Ball war festgemacht mit einem Faden, sodass das eben immer ging und man musste sozusagen da reintreffen als Maschine. Wie ist der Algorithmus programmiert gewesen? Er hat einfach immer geguckt, klappt es, klappt es nicht, und hat so lange Zufall hinzugefügt, bis es irgendwann geklappt hat. Und irgendwann hatte man dann sozusagen alle möglichen Zustände einmal erfasst, zum Beispiel in so einer Markov-Kette, und konnte dann im Prinzip das Problem hundertprozentig schnell lösen. Das ist dann der Lernprozess, wenn man so will, der eben durchgemacht wird von der Maschine. Und das ist nichts anderes als eine Art der Übertragung von Eigenschaften, die wir aus dem menschlichen Leben eben eigentlich schon kennen, auf Maschinen mit allen Einschränkungen, die damit verbunden sind. Fand ich aber sehr schön und sehr eindrucksvoll, weil die Maschine es besser hinbekommen hat, als wir Menschen es hinbekommen würden. Darüber wollen wir ja jetzt noch sprechen, was vielleicht maschinell gut läuft und was vielleicht nicht so gut läuft. Herr Professor Latzer, was würden Sie dann sagen? Was ist für Sie ein Algorithmus? Haben Sie da dieselbe Definition? Naja, ich denke Folgendes. Zwar, wenn man verstehen will, die sozialen Wirkungen des Algorithmus und Algorithmus allgemein definiert, Problemlösungsmechanismus, ja? Wenn man Algorithmus als Problemlösungsmechanismus ganz allgemein definiert. Und wenn man jetzt die sozialen Folgen davon verstehen will, dann darf man den Algorithmus oder die Algorithmen nicht isoliert betrachten, sondern man muss sie in einem Kontext sehen. In einem Kontext sehen, genauso wenn wir sagen, wir wollen die Medien verstehen, reicht es nicht, wenn wir uns einen Medienkanal, einen technischen Kanal anschauen. Deswegen finde ich, dass man versuchen muss, eine andere Analyseeinheit zu finden. Mein Vorschlag ist es eben, als Analyseeinheit internetbasierte Dienste zu nehmen, die algorithmische Selektionsleistungen verwenden. Ja? Das wäre ein allgemeiner Zugang dazu. Und dann sehen wir, ja, dass diese Dienste eine enorme Bedeutung einnehmen und stark anwachsen und sämtliche Lebensbereiche von uns bereits tangieren. Welche sind denn das zum Beispiel? Mal jetzt so ganz handfest. Das bekannteste Beispiel ist natürlich die Suchmaschinen, sind
die Suchalgorithmen. Nur ist es jetzt wichtig dabei zu verstehen, und deswegen darf man nicht einen Algorithmus herausgreifen, weil Suchmaschinen, wie etwa von Google angeboten, verwenden unterschiedliche Algorithmen. Sie verwenden zuerst mal Webcrawler, um überhaupt mal zu finden, was ist überhaupt indexiert und was ist nicht indexiert. Was kann man überhaupt finden? Ja? Dann verwenden sie einen anderen Algorithmus, einen PageRank-Algorithmus, um zu finden, in welcher Reihenfolge werden mir Ergebnisse angezeigt. Ja? Also, und dann verwenden sie noch, und ganz wichtig, sie verwenden Computational Advertising. Auch das ist eine algorithmische Selektion. Was bedeutet das genau? Das heißt, dass auf Basis von Algorithmen automatisiert Werbungen individuell gesetzt werden. Also Sie sehen etwas anderes individuell als andere Personen, abhängig von Ihrem Benutzungsverhalten, natürlich auch von anderen Faktoren gesteuert. Das heißt, wenn ich mir jetzt gestern rote Schuhe angeguckt habe, genau, und Sie haben sich einen roten Porsche angeguckt, dann wird Ihnen der rote Porsche angezeigt und mir werden die roten Schuhe angezeigt. Genau, und das Wichtige dabei ist, dass es nicht mehr jetzt nur innerhalb jetzt eines Systems funktioniert, sondern nicht nur, wenn Sie gesucht haben in Google, dass Ihnen das dann angezeigt wird bei Google, sondern es gibt jetzt den Werbeverbund. Es gibt natürlich, dass verschiedene Firmen sich zusammentun. Sie können etwas bei einem Dienst suchen und die Werbung wird dann ganz woanders angezeigt. Natürlich war es davor so, dass die Firmen natürlich gewissermaßen, wo verbringen sie mehr Zeit? Nicht? Bei der Suche sieht man, was suchen sie. Bei YouTube verbringen sie viel Zeit, dort werden sie beworben. Oder beziehungsweise bei Facebook. Ja? Also dass es natürlich diese Kombinationen gibt, das gibt es auch in anderen Institutionen. Aber deswegen das Plädoyer dafür, dass es wichtig ist, als Einheit sich diese Dienste anzuschauen. Ja? Und wir haben jetzt, Suche kennt jeder. Da gibt es die Aggregationsdienste, News-Aggregatoren beispielsweise, kennen Sie wahrscheinlich auch. Gibt es zum Beispiel Google News? Oder ja, es gibt Google News, aber es gibt ja auch Nachrichten.de in Deutschland. Ja, ist auch ein Aggregationsdienst, auch algorithmisch zusammengestellt. Ja, dann gibt es Empfehlungsdienste. Ja, das sind etwas, da gibt es Reputationsdienste. Es gibt Scoring-Services. Ja, das heißt, das sind Social Scoring wie Cloud beispielsweise, ja, wo Leute gerankt werden auf einer Social Basis, wie sie eben sich verhalten jetzt in Social Media. Da es gibt Financial Börse, es gibt, ob sie kreditwürdig sind oder nicht, ist auch ein Scoring. Okay. Wir bauen mal einen kleinen Teaser ein, also zu dem Thema Nachrichtenaggregatoren. Davon handelt ja dann unser zweites Panel. Da werden wir ganz detailliert über die Nachrichtenaggregatoren im Journalismus sprechen, welche Rolle Algorithmen da spielen. Aber jetzt frage ich nochmal weiter, dieser Scoring-Algorithmus. Wie funktioniert das genau? Wie teilt der mich ein? Woher weiß der, wer ich bin? Naja, über ihr Benutzungsverhalten. Es ist so, es gibt unterschiedliche Scoring-Dienste. Natürlich über Kredit-Scoring bekommt die Daten, sind einfach die verfügbar sind, über ihre Kreditwürdigkeit. Ja, es gibt aber auch jetzt, also was sind noch Scoring, diese News Scoring, Reddit beispielsweise. Ja, das sind eben, da bewerten die verschiedenen Benutzer, bewerten unterschiedliche Beiträge jetzt in den Diensten aus Social Media und aufgrund dieser Bewertungen kommt es eben zu einer Rangfolge oder was angezeigt wird, was nicht angezeigt wird. Okay. Ich hatte bei Algorithmwatch einen Artikel gelesen, der da empfohlen wurde, dass zum Beispiel auch Pricing über Algorithmen angeboten wird heutzutage. Das bedeutet, wenn ich mir jetzt ein Auto digital im Internet angucke, dann weiß der Algorithmus, was ich mir leisten kann. Und ich kriege dann einen anderen Preis als Sie zum Beispiel. Haben Sie das auch untersucht? Ja, also das ist natürlich das ein Teil davon, genauso ob es belegt ist oder nicht, dass Apple-User einen höheren Preis bekommen als PC-User, ja, weil man annimmt und so weiter, und auch zu unterschiedlichen Zeiten, dass sie unterschiedliche Pricing haben. Ja, das ist sicher der Fall. Ja. Was bedeutet das dann aus Ihrer Sicht für unsere Massenkommunikation und für unsere Öffentlichkeit? Haben Sie da schon Rückschlüsse für sich gezogen? Also wir haben beispielsweise verglichen, der Einfluss auf die Realitäts- oder Wirklichkeitskonstruktion jetzt, die traditionell vorherrscht durch Massenmedien, im Vergleich dazu eben, wie schaut jetzt diese Beeinflussung aus durch all diese algorithmische Selektionsdienste. Ja? Und wir sehen natürlich einen großen Unterschied, wir sehen eine viel stärkere Personalisierung, ja, in dem, was sie sehen,
ja, womit sie auch welche Werbung bekommen und so weiter. Das hat jetzt unterschiedliche Wirkungen natürlich. Das kann natürlich, es wird auch diskutiert unter dem Begriff Filterbubble oder Echo Chamber Effekt. Ja, was bedeutet Echo Chamber Effekt? Echo Chamber Effekt heißt im Wesentlichen, dass sie das sehen, was sie bereits sehen wollen oder auf Basis dessen, was sie, welche Präferenzen sie haben. Weil in ihr Benutzungsverhalten davor eben getrackt wird und deswegen bekommen sie jene Artikel, wo man glaubt, dass die dort gut dazu passen und sie bekommen keine konträre Meinung oder politische Meinung dazu. Das ist umstritten, möchte ich sagen, und man kann es natürlich, das ist auch eine Frage, das kann man natürlich steuern. Ja, das ist jetzt so, weil, und natürlich Leute wollen ja auch etwas sehen in ihrer Denkrichtung oder so, das macht ja durchaus auch Sinn. Ja? Also das wäre jetzt dieser Echo-Chamber-Effekt und man ist nicht mehr konfrontiert mit zufällig eben mit anderen Inhalten, die vielleicht einem der eigenen politischen Meinung entgegengehen. Das wird eben argumentiert, das ist bei den Zeitungen der Fall, dort bekommen sie eben auch andere Informationen, die eben nicht jetzt in dieser Filterbubble oder beziehungsweise diese Echo-Chamber okay, also ein Unterschied könnte zum Beispiel sein, dass im Feuilleton der Redakteur für mich Themen aussucht, von denen er meint, dass ich die kennen sollte oder dass die jetzt wichtig sind. Und beim Algorithmus funktioniert das eher so, der richtet sich nach mir, oder? Und denkt, was ich interessant finden würde. Naja, es ist nicht so, der Redakteur eben, das ist ja nicht personalisiert bei den traditionellen Massenmedien, da kümmert er sich nicht um die Welt herum, ja, sondern aber bei Algorithmen ist es so, dass sie eben empfohlen bekommen, eben jene, wo man glaubt, dass sie das eben interessiert aufgrund ihres bisherigen Benutzerverhaltens. Wobei, muss ich sagen, man kann hier sagen, das Problem ist der Algorithmus, aber die Lösung ist auch der Algorithmus. Weil es ist relativ einfach, auch auf einer technischen Art, man könnte ganz einfach einen Spiegel vorhalten und sagen, Sie haben jetzt jene Artikel oder Sie haben nur Sport konsumiert bislang. Ja? Einfach indem man einen Spiegel vorhält, dass es reflektiert wird, die Selektion, und aufgrund dessen könnte man verändern. Das passiert ja ganz stark in der Verhaltensökonomie, in den verschiedensten Bereichen. Man muss ganz einfach nur einen Spiegel vorhalten, wenn man sagt, wie schnell fahre ich jetzt, wie viel Energie habe ich jetzt oder wie viel Wasser habe ich jetzt schon verbraucht bei der Dusche. Das allein hat auch gewissermaßen eine Wirkung. Also auch in diesem Fall könnte der Algorithmus, ein einfacher Widget oder wie immer, ja, könnte eine Lösung sein, auch für diese Problematik. Aber das Wichtige ist dabei immer, Technik ist ein Trendverstärker und ist nicht etwas, was einen neuen Trend schafft. Ja? Und deswegen wird das verstärkt, in welche Richtung jetzt eben bereits argumentiert wird oder welche politischen Strömungen und so weiter im Vorherrschen sind. Jetzt wird hier schon auf Twitter gesagt, ich frage mich, ob es ein Panel gibt, was jemals ohne die Echo Chamber und jemals ohne diese Filterbubble auskommt, die immer wieder genannt wird. Da gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein. Dieses Konzept der Realitätskonstruktion wird ja im Journalismus schon seit 30 Jahren diskutiert. Ne? Ich würde gerne von Frau Dr. Simon mal wissen. Frau Dr. Simon, Sie sind ja Philosophin, Technikphilosophin. Was bedeutet denn das überhaupt und wie ist das denn aus Ihrer Sicht, wie wirken Algorithmen auf unser Leben, wie wirkt das auf mein Leben? Heute, als ich hergefahren bin, was habe ich wohl vielleicht schon alles erlebt, was vom Algorithmus tangiert wurde? Haben Sie da einen Blick in die Glaskugel? Glaskugel ist immer ganz schlecht, für Philosophen ganz besonders. Wenn einige von den Beispielen, in welcher Art und Weise Algorithmen unser Leben tangieren, sind ja schon genannt worden. Und natürlich sind die Klassiker immer Suchmaschinen, Empfehlungssoftware, wo es sozusagen um Inhalte geht. Was auch schon erwähnt worden ist, ist aber weniger alltäglich, sind eben solche Fragen wie, zu welchen Konditionen bekommen Sie einen Kredit und ist das nur auf der Basis zum Beispiel Ihres bisherigen Zahlverhaltens oder spielen da andere Indikatoren zum Beispiel eine Rolle, wo Sie wohnen, wie alt Sie sind, wie gut Ihre Freunde und Bekannten Ihre Kredite bezahlen und so weiter. Also sozusagen, das sind jetzt aber, das ist wahrscheinlich Ihnen nicht heute passiert, sondern es passiert halt weniger regelmäßig. Das heißt, es gibt bestimmte Formen, die wahrscheinlich mit denen Sie täglich interagieren, wie Suchmaschinen, Facebook, was auch immer. Und dann gibt es eben welche, mit denen Sie unregelmäßig, aber gegebenenfalls mit höheren Auswirkungen konfrontiert werden. Ja. Was, womit
womit Sie wahrscheinlich heute auch nicht konfrontiert worden sind, sind eben solche Debatten wie Predictive Policing, also die Art und Weise, in welcher Art und Weise spielen Algorithmen eine Entscheidung, wenn darüber befunden wird, ob wer auf Bewährung, zu welchen Konditionen rausgelassen wird, in welchen Bereichen, Polizei vielleicht schon mal präventiv, häufiger Streife fährt, um zu gucken, was da passiert und so weiter. Also das sind sozusagen verschiedene Bereiche, in denen Algorithmen gegebenenfalls Auswirkungen haben, ganz unterschiedliche Auswirkungen, die sozusagen weit fundamentaler sein können als jetzt, gegebenenfalls fundamentaler als nur Informationsauswahl. Und damit will ich das jetzt nicht vernachlässigen, aber die Frage sozusagen, welche Bewährungsauflagen Sie bekommen, ist vielleicht nochmal grundlegender als die Frage, welche Nachrichten Sie in den Newsfeed bekommen. Ja, aber das hängt damit zusammen, welche Tools, was Sie so im Alltäglichen verwenden. Ja? Und die Auswirkungen hängen eben ganz stark davon ab, von welchem Algorithmus, in welchem Software-System, in welchem sozioökonomischen oder soziotechnischen Kontext wir überhaupt leben. Ja? Mhm. Und der Algorithmus selber macht ja zunächst mal nicht wahnsinnig viel, sondern der macht erst dann was, wenn er sozusagen mit Daten in einem bestimmten System interagiert, das von bestimmten ökonomischen Interessen oder bestimmten gesellschaftlichen oder rechtlichen Rahmenbedingungen geprägt ist oder auf diese auswirkt. Und dann müsste man einfach in die Details gehen und schauen, ne, von welchem System reden wir gerade und für wen sind die Auswirkungen auch in welcher Art und Weise. Und Sie als Technikphilosophin, wie forschen Sie denn? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie gehen Sie jetzt an so einen Algorithmus ran? Ja, klassischerweise sitzt man als Philosoph im Sessel und liest. Ja, schön. Ja, also sozusagen die Mühe der empirischen, also ich mach zwei Dinge. Das eine ist tatsächlich wirklich weniger, es ist tatsächlich viel Lesen, also Lesen von Literatur, aber auch Lesen von teilweise technischer Literatur. Ich habe eine Weile zu eben Empfehlungssoftware gearbeitet, dann schaut man sich eben an die Publikationen von Wissenschaftlern, die Empfehlungssoftware schreiben, was sind die Prämissen, die einfließen in die Art und Weise, wie diese Software designt wird und welche möglichen Konsequenzen kann das haben. Und da kann man auch, wenn man nicht die technischen Details oder die Programmiersprache oder zumindest kann man verstehen in der Darlegung, selbst in den Artikeln aus der Informatik, worum es da ungefähr geht. Also das ist das eine. Das zweite ist, ich arbeite relativ stark zusammen mit Informatikern an der Entwicklung neuer Systeme, wo wir versuchen, in Zusammenarbeit, sagen wir, von philosophischen, sozialwissenschaftlichen und informatischen Kompetenzen, Software so zu entwickeln, dass bestimmte Überlegungen schon von Anfang an in das Design von Informationstechnologien eingebaut werden. Also dass man nicht hinterher anfängt, darüber nachdenken zu müssen, wie kann man denn die Privatsphäre schützen und wenn das Kind schon in Brunnen gefallen ist, sondern wie kann man gegebenenfalls von Anfang an schon mal darüber nachdenken, wie kann man sozusagen Antidiskriminierung sicherstellen. Sicherstellen kann man eh nichts, aber wie kann man sozusagen vorher schon darüber nachdenken, in welchen Kontexten das verwendet wird und so weiter. Okay, und das wirkt dann sozusagen selbstregulativ, also Sie geben Empfehlungen ab und das Unternehmen hält sich dann dran, oder? Na, mit Unternehmen arbeite ich gar nicht, ich arbeite halt im Grunde genommen mit Wissenschaftlern, das heißt, wir haben Forschungsprojekte. Mhm. Das ist sozusagen dann keine Form der Regulierung oder Selbstregulierung, sondern das ist Forschung. Okay. Das ist halt eine Form von interdisziplinärer Forschung. Würden Sie denn gerne Unternehmen mal Empfehlungen geben? Ich habe dann eher Empfehlungen gegeben für die Politik, ja? Also sozusagen im Sinne von... häufiger bei der Europäischen Kommission und habe dort Empfehlungen gegeben zu, wie man verantwortliche Technikgestaltung andenken kann, wie man die Zusammenarbeit zwischen Informatik, Sozial- und Geisteswissenschaften zusammendenken kann und so weiter. Ja, es gab auch Anfragen von der Wirtschaft, die dann gerne, aber eher auf Goodwill-Basis Empfehlungen kostenfrei haben wollen und für Versicherungen arbeite ich dann auch nicht so gern kostenfrei. Okay, gut. Also wir haben hier auch einen Twitter-Bot inzwischen, der twittert auf Basis eines Algorithmus, wurde hier von einem Kollegen eingerichtet und der möchte Ihnen gerne sagen, Tor 16 trifft einen Aufkleber. Danke für die Info, ne? Genau, okay. Was würden Sie dann sagen, die Frage geht an Sie alle drei. Dürfen Algorithmen alles abbilden oder müssen sie political correct sein? Also wenn wir jetzt über Redakteure nachdenken, dann haben die ja eine gewisse Verantwortung und nehmen auch eine Gatekeeper-Rolle ein und lassen bestimmte Informationen durch und andere Informationen lassen sie nicht durch. Bei Algorithmen gibt es ja so ein Regulativ meist nicht, soweit ich weiß. Herr Professor Federath, was sagen Sie dazu? Sollte es sowas geben? Na, da fragen Sie ja wieder den Nerd als erstes. Ja. Nein, ich bin natürlich kein Nerd, aber ich bin der Meinung, dass natürlich Algorithmen nicht politisch korrekt sein sollten, genauso wenig wie Menschen politisch korrekt sind. Und das ist auch gut so, wie man hier in Berlin gerne sagt. Ja. Und in dem Sinne würde ich sagen, es muss zunächst erlaubt sein, dass ein Algorithmus alles abbildet, was Menschen abbilden wollen. Wir reden ja heute noch nicht, vielleicht dann mal in 20 Jahren oder vielleicht auch in 10 darüber, wir reden heute noch nicht darüber,
dass Algorithmen Algorithmen schreiben. Ja, das wäre vielleicht auch denkbar, aber im Moment schreiben zumindest die Algorithmen noch die Menschen. Und als solche sollen sie meines Erachtens berechtigt sein, algorithmisch alles niederzulegen, was sie niederlegen wollen. Sie dürfen nicht berechtigt sein, dieses algorithmisch Niedergelegte in allen Kontexten zu verwenden. Ja, natürlich ist Informatik heute eine Dual-Use-Wissenschaft wie Physik. Ja, da darf man sich keine Illusionen machen. Was bedeutet das Dual-Use? Dual-Use bedeutet, dass Sie an einem einfachen Beispiel, das jeder verstehen kann, mit einem Küchenmesser eben nicht nur Ihr Steak schneiden können, sondern auch andere weniger angenehme Dinge tun können, die Vegetarier mögen mir verzeihen. Es ist jedenfalls so, dass Geräte, seien sie nun informatisch oder einfach nur technische Geräte, eben häufig für viele Dinge eingesetzt werden können. Und der Dual-Use-Charakter der Wissenschaft allgemein, aber speziell eben auch der Informatik, gehört meines Erachtens in jedes Studium. Es muss jedem Informatiker klar sein, dass die Dinge, die sie oder er tun kann, eben auch verwendet werden kann für ursprünglich nicht beabsichtigte Zwecke. Und das ist etwas, damit müssen wir stärker umgehen. Aber ich würde niemandem verbieten, weil ich finde, dass man das auch grundrechtlich schon gar nicht kann, ja, irgendwas in einem Algorithmus niederzulegen, das niedergelegt werden kann, algorithmisch. Und den Rest, Dual Use als ein Beispiel, es gibt noch weitere Aspekte, aber die will ich jetzt nicht auch noch aufmachen, der zeigt eben, dass die verantwortliche sozusagen Umgangsweise mit diesen Dingen eigentlich der Kern der Frage ist. Was sagen Sie dazu, Frau Simon? Ich glaube, das Problem ist ein bisschen, dass man da auch wieder trennen muss zwischen dem Algorithmus, dem System und dem System, das in einem bestimmten sozialen, gesellschaftlichen Kontext operiert. Das heißt, ich kann natürlich sagen, der Algorithmus selber soll nicht reglementiert werden oder ich mache irgendwelche Simulationen und dann schaue ich erstmal, was passiert. Das ist natürlich eine wissenschaftliche Frage und da ist natürlich erstmal eine Ergebnisoffenheit zentral. Das ist natürlich was völlig anderes, wenn ich dieses System in bestimmten Kontexten verwende. Und dann muss ich mir überlegen, will ich bestimmte Daten gar nicht erst erheben, weil die bestimmte Handlungsoptionen naheliegend macht. Also wir haben heute Morgen relativ viel darüber geredet, über Proxys, die gegebenenfalls, oder sagen wir so, dass Diskriminierung in Bezug auf Nationalität oder Geschlecht oder sonstige Zugehörigkeiten möglich ist, aufgrund von Datenlagen. Und natürlich braucht man jetzt gar nicht unbedingt die Angabe, ob jemand Mann oder Frau ist, sondern es gibt verschiedene andere Variablen, mittels derer ich prognostizieren kann mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, ob jemand Mann oder Frau ist und kann dann auf Basis dieser sekundären Variablen diskriminieren. Ja? Können Sie das nochmal ganz einfach erklären? Also nehmen wir mal an, Sie brauchen gar nicht ein Klassifikationsschema, wo ich ankreuze Mann oder Frau, sondern Sie schauen sich einfach mein Shoppingverhalten an und können aufgrund meines Shoppingverhaltens schließen, ob ich Mann oder Frau bin. Das heißt, sozusagen, Sie haben eine Variable, die normalerweise geschaut wird, dass man nicht geschlechterspezifisch diskriminiert. Wenn Sie diese Daten nicht erheben, sind Sie aber noch lange nicht auf der sicheren Seite, dass Diskriminierung nicht stattfindet, weil Sie dieses Datum gar nicht brauchen, weil Sie das erschließen können auf Basis der anderen Daten, die Sie haben. War das jetzt ein bisschen? Ja, und dann wäre die Folgerung wäre dann, dass diese Person dann diskriminiert wird, weil sie offensichtlich eine Frau ist und man aber den Rest nicht in Betracht gezogen hat, oder? Nee, das Problem ist dann, dass man sozusagen dann die Frage sich stellen muss, welche Arten von Daten erhebt man und welche erhebt man gar nicht. Also das war ja die Ursprungsfrage, wo soll man vielleicht blind sein, was soll man nicht erheben, und in dem Moment, wo bestimmte Systeme für bestimmte Zwecke oder bestimmte Konstellationen verwendet werden, habe ich zwei Möglichkeiten der Regulierung. Einmal über die Datenerhebung und einmal über das, was ich mit den Daten dann machen kann. Das ist die algorithmische Entscheidung dann, oder? Ja, die algorithmische Entscheidung ist das, was zu regulieren wäre. Entweder darüber, dass ich bestimmte Daten nicht erhebe oder dass ich verbiete, dass bestimmte Dinge auf Basis dieser Daten nicht gemacht werden können. Und das Beispiel mit Mann oder Frau war eben ein Punkt, wo ich sage, okay, selbst wenn ich bestimmte Daten nicht erhebe und darauf auf dieser Basis reguliere, habe ich noch nicht alle Probleme ausgeschlossen, weil ich sozusagen auf der Nutzungsseite immer noch regulieren muss. Ja, gerne. Also bevor Sie dann noch was dazu sagen, ich glaube, wir müssen uns klar werden, so komisch das klingen mag, solche Algorithmen machen auch nichts anderes als das, was Menschen machen. Und wenn ich mir eine Blackbox vorstelle und diese Blackbox, ja, ich sage jetzt nicht den Schachtürken, ja, habe ich gar nicht gesagt,
Aber wenn Sie sich eine Blackbox vorstellen, die tut etwas und es wirkt auf eine Art intelligent, und wenn die Entscheidung noch so blöd sein mag, ja, und diese Blackbox, ja, algorithmisch arbeitet im Sinne von, es ist eben kein Mensch da drin, sondern es macht eine Maschine, dann ist es trotzdem so, ja, dass man erstmal darüber reden könnte, was geht da rein und was geht da raus. Ich habe vorhin zumindest versucht, das gedanklich als Modell zu machen. Und im Prinzip ist das genau die Diskussion, die wir jetzt auch führen. Und ich finde das eigentlich einen ziemlich guten Punkt zu sagen, naja, man kann auf der Datenerhebungsseite regulieren, denn Daten, die ich gar nicht erst habe, können auch nicht missbraucht werden, für welchen Zweck auch immer. Dann gibt es die Dual-Use-Frage gar nicht. Aber sind die Daten einmal da? Ja, und vielleicht sind sie einfach deshalb da, weil wir alle wollen, dass die Daten da sind, dann entsteht dieses, wie Datenschützer sagen, Zweckbindungsproblem. Das heißt, was macht letztendlich der Algorithmus mit den Daten? Macht er nur das, was erlaubt sein soll, wofür die Daten vielleicht ursprünglich erhoben wurden, was ich will? Ja, wenn ich zum Arzt gehe, dann will ich eben auch die Informationen, die ich dem Arzt gebe, doch mit dem Ziel geben, dass er mich gut behandeln kann. Aber nicht, dass er hinterher eben irgendeiner Marketingfirma entsprechende Informationen weitergibt, um mir Produkte zu verkaufen. Das wäre ein Verstoß gegen die Zweckbindung. Also algorithmisch ist alles im Prinzip ganz einfach, indem man einfach sagt, die Zweckbindung muss eingehalten werden und wenn klar ist, für welchen Zweck die Daten erhoben wurden, dann ist alles ganz leicht. Wir reden aber eben jetzt hier, glaube ich, häufig darüber, dass Daten einfach da sind und einfach genutzt werden können. Und wenn das der Fall ist, ja, dann hilft am Ende wahrscheinlich nichts außer Regulierung. Das ist jedenfalls meine feste Überzeugung, denn kein Google-Konzern, ja, und wie sie alle heißen, wird sich jemals auch nur irgendwelchen noch so ethischen Grundsätzen unterwerfen, solange man Geld damit verdienen kann. Erst wenn das Gefühl entsteht, okay, dadurch, dass wir anfangen, Produkte grün zu machen, um einen anderen Kontext zu nehmen, also sprich, die Sachen plötzlich auch mit einer ethischen Komponente zu versehen, können wir auch weiter Geld verdienen, werden die anfangen, auch die Dinge zu respektieren, die uns in dieser Diskussion jedenfalls wichtig sind. Daraus folgt, es ist ein knallhartes Marketinggeschäft mit den Daten, das eben jetzt auch algorithmisch abläuft. Und das ist aus meiner Sicht etwas, das sehr ärgerlich ist. Ich nenne gleich noch mal ein paar andere Beispiele außer Marketing, aber erst wollen wir Herrn Letzers Meinung erfahren. Herr Letzer, brauchen wir Gatekeeper für Algorithmen? Vielleicht zu zwei Punkten. Das erste ist zur Entscheidung durch Algorithmen. Also das ist ein bisschen irreführend, weil es ist nicht so, dass Algorithmen jetzt menschliche Entscheidungen abnehmen und ersetzen. Das ist, wenn ich mir jetzt die ganze Palette von Anwendungen anschaue, so ist es nur in einem kleinen Bruchteil der Fall, dass wirklich diese menschlichen Entscheidungen dann getroffen werden, jetzt anstelle oder delegiert werden an Algorithmen bzw. an algorithmische Systeme. Meistens sind es Empfehlungen, ja, die getroffen werden, meistens ist es eine Reihenfolge, ist eine Zuweisung, eine Rangfolge, die vorgeschlagen wird, aber wo es wirklich Entscheidungen gibt, wären beispielsweise, wenn wir Handelssysteme haben am Aktienmarkt. Ja, dort werden dann wirklich Entscheidungen getroffen und wir haben gesehen, dass das auch problematisch werden kann und schon geworden ist, dass das natürlich zu Problemen, zum Zusammenbruch des Systems auch führen kann. Ja? Aber im Wesentlichen passiert nicht nur unter Anführungszeichen eine Selektion und das ist wichtig. Warum? Weil wir eben in dieser Informationsflut eben beinahe untergehen und wir gar nicht anders können. Wir sind ja angewiesen darauf, dass es zu diesen Selektionsmechanismen kommt. Also das ist ja eine, muss man auch sagen, das ist der positive Effekt oder die Notwendigkeit dieser algorithmischen Systeme. Und deswegen ist auch ganz wichtig zu sehen, es gibt diese Verbindung zwischen Big Data und andererseits dieser algorithmischen Selektion im Internet. Diese algorithmische Selektion im Internet ist im Wesentlichen eine Methode, um aus Big Data jetzt Nutzen zu ziehen. Um einerseits jetzt ja, die soziale und auch die ökonomische Wohlfahrt damit zu steigern. Das ist vielleicht der eine Punkt. Wenn man jetzt darüber hinausgeht und damit verbunden, muss man es unterscheiden, ja, jene Algorithmen, die als Instrument verwendet werden, um jetzt eine Menge von vorgegebenen Daten zu sortieren, oder jene, die wirklich Entscheidungen treffen. Und da sind wir natürlich stärker dann natürlich bei der Robotertechnik. Wir sind aber auch bei Social Bots, die eingesetzt werden,
wo wirklich auch Entscheidungen getroffen werden. Und dort stehen sich ganz andere Problemstellungen gesellschaftlicher Art. Also das wäre im Wesentlichen ein genereller Hinweis dazu. Dankeschön. Ich möchte nochmal zwei andere Beispiele nennen, wie Algorithmen auch eingesetzt werden. Und zwar hier nochmal ein Beispiel von Twitter, was gerade getwittert wurde. Und zwar hat Zeit Online Sport eben gemeldet, dass Roboter, also Fragezeichen, sind Roboter die besseren Kampfrichter? In der rhythmischen Sportgymnastik soll es bald soweit sein. Und letzte Woche hat Spiegel Online einen Artikel veröffentlicht, der eigentlich vom Harvard Business Manager kam. Und da haben zwei britische Juniorprofessoren einen Algorithmus entwickelt, der mit 60%iger Wahrscheinlichkeit aufdeckt, ob eine Geschäfts-E-Mail gelogen ist. Wollen wir das wissen, Frau Dr. Simon? Ja, prinzipiell schon. ja, also ich meine, auf alle Fälle möchte man, also wenn bestimmte... Ja, das ist immer die Frage, sie fängt an mit der Torwarttechnik und was nicht alles. Ich sag mal noch eine weitere Zahl. Also 60%ige Wahrscheinlichkeit ungefähr hat dieser Algorithmus, dass er jetzt richtig sagt, ob es gelungen ist oder nicht. Ja, das, ist ja, das kann ich natürlich auch. Und, nee, und die besten, angeblich, laut Artikel, die besten Ermittler erreichen nur 50% oder 54%. Das heißt, der Algorithmus ist etwas besser. Sprechen Sie bitte das Mikrofon. Ja, wir waren gerade dabei, dass man mit Würfeln ja auch bei 50% ist und dementsprechend jetzt auch nicht so wahnsinnig viel da für diese zusätzlichen 10% da raushauen muss. Aber man kann ja Forschung zu allem machen. Ich meine, im Grunde genommen, die Frage bei dem Sport, und da geht es ja im Grunde genommen um die Frage, ob man dieses ästhetische Empfinden von der rhythmischen Sportgymnastik, was ja ein Stück weit ästhetisch ist, sozusagen mathematisieren möchte. Und wenn man das möchte, dann kann man sich sagen, gehe ich von der Prämisse aus, dass es eine ideale, also sozusagen gibt es eine Ideallösung. Ja? Und wenn ich sagen kann, ich kann das automatisieren, dann steckt dahinter die Annahme, ich könne das sozusagen. Es gäbe einen absoluten Wert darüber, was die perfekte Qualität ist und dementsprechend ein Punktwert 10,0 oder was auch immer es da gibt. Ja? Und das ist die Primärentscheidung. Also zunächst muss man sich fragen, was möchte man denn, also wo gehe ich überhaupt davon aus, dass es die eine Lösung gibt. Wir hatten heute Morgen die Debatten darüber, über den Kandidaten für einen bestimmten Job. Und das ist eine ähnliche Frage. Soll man das delegieren an einen, also zumindest die Vorselektion an ein System? Das setzt natürlich voraus, es gäbe diesen einen Kandidaten, der in Bezug auf alle festzulegenden Kriterien der Beste ist. Ja? Und das ist halt die Frage, ob man das, also ich würde das wahrscheinlich nicht teilen, weil die Qualität eines Kandidaten von dem Arbeitskontext, in dem er arbeitet, wird, abhängen wird, unter anderem. Und bei der rhythmischen Sportgymnastik, ich bin jetzt aber auch keine Expertin, meine These wäre, dass es vielleicht auch nicht zu quantifizieren ist in letzter Instanz. Aber man kann natürlich alles Mögliche machen. Ja, eine Zwischenfrage. Können Sie uns da hinten gut hören? Dieser Raum ist ja sehr lang. Ja, sonst geben Sie uns bitte ein Zeichen. Ganz kurz ein Beispiel. Ich denke, warum reden wir jetzt immer über Sport, Kampfrichter? In der Früh haben wir am Vormittag haben wir gesprochen über Beauty Contest, dass die besseren Jurorinnen und Juroren Algorithmen werden. Aber es sind so viele Juristen im Raum. Wie ist es mit Laienrichtern? Ja, könnte man nicht auch argumentieren, dass es doch eigentlich zu den besseren, gerechteren Entscheidungen kommen würde, wenn die Laienrichter ersetzt werden durch algorithmische Expertensysteme. Ja? Oder zumindest eine Kombination eingeführt. Es gibt jetzt gerade sehr aktuell einen Fall in Österreich, wo es ganz stark kritisiert wird, die Laienrichter eine Entscheidung, sie haben eine Entscheidung getroffen gegen die psychiatrischen Gutachten, ja, die vorgelegt sind, und haben sich darüber hinweggesetzt und haben einfach eine andere Meinung vertreten und anders geurteilt. Also ich glaube, es gibt noch viel sensiblere Bereiche als Schönheitswettbewerbe und eben Kampfrichter bei Judo, die hier zu diskutieren sind und die sich immer verstärkt stellen werden, genauso im medizinischen Bereich, aber auch im Rechtsbereich. Okay, jetzt nehmen wir mal an, ich würde Ihnen einen millionenfachen Etat zur Verfügung stellen, um die Algorithmenentscheidungen zu erforschen. Und Sie dürfen das Geld aber nicht nur selber ausgeben, sondern Sie müssen das auch an andere Disziplinen verteilen. Also die Wissenschaftler, die hier im Raum sind, die kriegen auch was ab von dem Topf. Wie würden Sie das Geld verteilen und was wollen Sie erforscht wissen? Ich? Ja. Ich habe die Zielsetzung der folgende. Also einerseits interessiert mich Governance durch Algorithmen. Also wie steuern Algorithmen in unserer Gesellschaft auf verschiedene Art und Weise. Ja? Also Governance durch Algorithmen, indem eben kann diese Wirklichkeitskonstruktion drinnen sein, viele andere Bereiche, also wie wir auch unsere Partner finden, ob wir kreditwürdig sind und dort vieles mehr. Ja? All das ist eine Governance durch Algorithmen, das ist der eine Punkt.
dann schaue ich mir an, ja, was sind die Risiken, die damit verbunden sind. Ja, das ist ein weiterer Bereich. Und dann schaue ich mir an, aufgrund, auf Basis dieser Risikoabschätzung, schaue ich mir an, Governance of Algorithms. Also wie kann ich jetzt die algorithmischen Systeme regulieren? Und dort gibt es eben eine ganze Palette von Wahlmöglichkeiten und nicht nur eben jetzt die Regulierung mit Recht, sondern beginnend eben bei Marktlösungen. Und da komme ich auch zurück, was Sie vorher gesagt haben, die Firmen haben kein Interesse, hier eben sich selbst zu regulieren. Das stimmt nicht ganz. Ja? Also es gibt gewisse Anreize, dass auch es zu einer Selbstregulierung kommt. Beispielsweise Reputationssensitivität. Je reputationssensitiv eine Industrie ist, je wichtiger es für die ist, dass sie eine gute Reputation haben, desto eher werden sie bereit sein, hier auch natürlich selbstregulierend einzugreifen. Das ist ein Punkt. Ja. Das zweite ist, es gibt natürlich auch Firmen, wenn es ein Risiko gibt, wie Datenschutzverletzungen, sagt eine andere Firma, aha gut, ich mache eine Marktlösung, ich biete ein Produkt an, ja, das eben jetzt einen stärkeren Datenschutz eben bietet. Das wäre eine Marktlösung für diesen Risikobereich. Das setzt natürlich voraus, dass es eine gewisse Awareness gibt für diese Problemstellungen. Gut, also ich habe jetzt ein bisschen eine Fußnote gemacht, aber es geht mir Governance by Algorithms, also durch die von Algorithmen, und mich interessieren natürlich auch noch die Geschäftsmodelle, wie sich insgesamt die Ökonomie, das Wirtschaften in der Gesellschaft verändert, und hier gibt es auch massive Veränderungen, die zu diskutieren sind. Bevor ich Sie weiterfrage, wollte ich Sie gerne darauf hinweisen, dass unser Hashtag Troa16 jetzt schon auf Platz 4 der Trending Topic in Deutschland ist. Das heißt, es ist ganz toll, dass Sie so viel twittern. Bitte twittern Sie weiter. Wir sind 2 hinter Welttierschutztag. Vielleicht können wir den noch einholen. Genau, also immer schön das Hashtag dazu schreiben, Troa16. Herr Federlatt, wofür würden Sie das Geld ausgeben? Ich würde gerne so vorgehen, dass wir einen in Hamburg, an der Uni Hamburg, schon sozusagen begonnenen Schwerpunkt, den wir Information Governance Technologies nennen, ausbauen würden. Also hier geht es im Wesentlichen darum zu verstehen, wie eben das Zusammenspiel von Recht, Technik und gerne auch Sozialwissenschaften, bisher ist das allerdings noch unterbelichtet, funktioniert, eben mit dem Ziel sozusagen Informatiksysteme, ich würde das nicht auf Algorithmen beschränken wollen, zu bauen sind, damit sie eben menschengerecht sind. Also menschengerechte Systeme sind aus meiner Sicht durchschaubar im Sinne von transparent. Da gibt es einen durchaus anderen Informatikbegriff für Transparenz. Informatiker sagen nämlich auch transparent, wenn man den inneren Zustand eines Systems gar nicht wissen will. Ich meine aber Transparenz im Sinne des Umgangssprachlichen. Meinst du damit auch Beobachtbarkeit? Oder? Ja, zumindest Ausforschbarkeit im Sinne von, ich kann genau verstehen, wie Systeme funktionieren. Also nehmen wir ein Element, das in dem Zusammenhang sehr wichtig sein kann, Open Source. Ja, also Software, die transparent ist, ist aus meiner Sicht im Quellcode bekannt. Was nicht heißen soll, dass sie für jeden frei zugänglich ist. Es heißt eben nur, ich weiß genau, was die innere Funktion eines Algorithmus oder eines Informatiksystems ist. So, dann brauche ich auf jeden Fall außer dem rein technischen Aspekt ein Verständnis darüber, welche Implikationen solche Systeme auf die Gesellschaft haben. Und das ist jetzt sozusagen abhängig ein bisschen davon, wie man eben denkt. Man kann das sehen als zum Beispiel Verwaltungsprozesse, die auf jeden Fall verbessert werden könnten, algorithmisch. Ja, ich meine, das liegt ganz genau. Naja, ist ein gutes Beispiel. Ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass Algorithmen in Zukunft versuchte Steuerhinterziehung leichter erkennen können. Was noch lange nicht heißt, dass automatisch dann eben die Anzeige bei der Polizei eingehen muss, sondern dass eben vielleicht ein Mensch Dinge auf Plausibilität prüft, die ein Algorithmus gewissermaßen auswirft. Ich kann da ganz ehrlich überhaupt nichts Schlechtes daran finden, wenn ein Algorithmus das tut, denn wir sollten alle ehrlich sein. Und zwar nicht nur, wenn es darum geht, unserer Ehefrau zu sagen, dass wir sie lieben, sondern eben auch unserem Finanzamt gegenüber deutlich zu machen, wie viel Geld wir tatsächlich einnehmen. Ja? Gut. Also von daher, es könnte zum Beispiel im Zusammenhang mit Staat und Verwaltung durchaus auch sein, dass diese Governance eine große Rolle spielt für den Endbenutzer, für den Bürger. Und als sozusagen Bürger sehe ich eigentlich
diese ganze Algorithmik im Moment als das Wichtigste an. Also warum reden wir darüber? Doch nicht deshalb, weil Business to Business, wie das dann gerne genannt wird, all das schon längst gemacht wird, sondern wir reden doch darüber, weil es uns als Bürger am Ende betrifft, heute, mit Google und Facebook und Co. So. Dann gibt es noch eine andere Ebene, wo ich glaube, wo es eben auch wichtig ist, das haben wir alle erkannt, das ist das Zusammenspiel von Endbenutzer und Wirtschaft. Ja. Und dann glaube ich, und das ist der dritte Punkt, auf dem kenne ich mich am allerwenigsten aus, auch zwischen den Menschen. Nun gibt es aber sehr viele Forschung, gerade in dem Bereich, Sozialwissenschaftler versuchen also die sozialen Netze, die sich technisch gebildet haben, die aber ja ausgehen vom menschlichen Verhalten, zu analysieren und daraus Informationen zu ziehen. Und ich glaube, am Ende ist das alles das Gleiche. Ja? Also nun will ich nicht sagen, die Informatik ist sozusagen der Kern aller Wissenschaften, das wäre falsch. Aber es ist jedenfalls so, wenn wir darüber reden, dass etwas algorithmisch passiert, dann ist es am Ende hoffentlich ein Informatiker, der die Systeme eben komplett baut und versteht. Denn wir kennen viel zu viele schlechte Systeme, die nicht Informatiker gebaut haben. Naja, ich mache mal ein Beispiel. Sicherheit ist ja eigentlich mein Thema, wenn Sie sich die WLAN-Verschlüsselung angucken. Ne? Die haben Physiker erfunden. Katastrophe. Ja, was nicht heißen soll, dass Physiker nicht auch mit beitragen können zu diesem Gebiet. Es ist eben eine interdisziplinäre Anstrengung, die aber, wenn es um IT, also um Informationstechnologie geht, eben meines Erachtens nur moderiert werden kann durch einen starken Informatikkern. Eben nicht nur. Und ich würde unser, wie viel waren es, die Sie mir geben wollen? Ein paar Millionen. Ja, die würde ich einsetzen für unseren Schwerpunkt Information Governance Technology. Also Sie würden das auch für sich behalten? Ich würde es für mich behalten, aber nicht beim Finanzamt anbieten. Oh ja. Weil es ja... Hat keiner mitgekriegt. Okay. Wo Sie gerade schon dabei sind, das zu erklären, möchte ich noch mal eine Sache wissen. Warum sehe ich nur noch Katzenbilder in meinem Facebook-Newsfeed? Das muss an Ihnen liegen. Das ich sehe keine Katzenbilder, das hat aber wiederum zwei Gründe. Erstens, weil ich gar kein Facebook habe und zweitens, weil ich Ihnen nicht sage, was der Grund ist. Gut, Frau Simon, wofür würden Sie das Geld ausgeben? Es ist immer noch da. Okay. Ja, immer noch. Ich meine, der Klassiker ist ja, dass man sagt, okay, wir machen einen multidisziplinären Ansatz und wir brauchen die Rechtswissenschaftler und wir brauchen die Sozialwissenschaftler und die Techniker und das stimmt auch. Jetzt und die Ökonomen natürlich und... Sorry, und die Ökonomen und die Sozialwissenschaftler, das stimmt auch. Ich glaube, in ganz vielen Fragen muss es um eine sinnvolle Integration gehen von Informationswissenschaft, Geisteswissenschaft und auch Philosophie natürlich. Ich glaube, die Rechtswissenschaft ist ganz entscheidend, da ins Boot zu holen. Aus dem schlichten Grund, dass ich im Gegensatz zu manchen anderen Kollegen nicht in allen Bereichen eine Marktregulierung glaube, weil es teilweise nämlich dazu führen könnte, dass die sich es leisten können, sich Datenschutz kaufen können und die sich es nicht leisten können, eben keinen haben. Von den Bürgern jetzt mal. Von den Bürgern, genau. Und deswegen glaube ich, dass es relativ entscheidend sein wird, dass Produkte so entwickelt werden, dass der Default, die Voreinstellung sozusagen auf Schutz ist. Weil es ist sozusagen auf der einen Seite eine Frage des Finanziellen, wer kann sich dann irgendwann diese Services leisten, die ihnen Privatsphäre und Schutz vor Diskriminierung und was auch immer leisten können. Und zum anderen, wer hat die Kompetenzen zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und nur weil ich weder die Kompetenzen habe, das zu verstehen, heißt das nicht, dass ich nicht meine Daten geschützt haben will. Also das heißt, ich glaube, da bedarf es eindeutig Regulierung, also Rechtslage für bestimmte. Ich meine, es gibt diese General Data Protection Regulation, also die neue Datenschutzrichtlinien. Das Problem ist, dass in vielen Fällen die Sorge dafür, sich zu schützen, zurückdelegiert wird an den Nutzer. Ja? Mit endlosen Terms of Agreement, die man da lesen muss und man kann dann sowieso nicht sich dagegen entscheiden. Also ich bin keine Rechtswissenschaftlerin, ich kenne mich da nicht aus, aber ich glaube, bestimmte Dinge kann man nur über den Rechtsweg und nicht über Selbstverpflichtung oder Marktregulierung angehen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Sie hätten ganz gerne einen Filter voreingebaut, der schon eingestellt ist auf höchstmöglichen Datenschutz? Ja. Ja. Wow, wenn Sie das dann durch, so jetzt hier behördlich, wer ist dafür verantwortlich, das zu regulieren? Ja, das verantwortlich ist zu machen. Ich meine, es gibt Datenschutz, ich meine, es gibt Datenschutzbehörden auf der einen Seite, aber die können natürlich nicht alles durchsetzen, kann man solche Dinge nur, wenn sie rechtlich bindend sind. Solange nicht rechtlich bindend ist, dass man das als Voreinstellung hat, tut sich da irgendwie nichts, weil man hat ja kein, also das Problem, okay, das Grundproblem,
Problem ist, dass die Daten ja mittlerweile die Währung sind für ganz viele Geschäftsmodelle. Das heißt, insofern, als dass Daten das sind, womit wir zahlen für Services, für die wir vormals Geld bezahlt haben, ist es auch total naheliegend, dass man diese Daten, dass es Interesse an diesen Daten gibt. Ja, das heißt, es müssten sich im Grunde genommen völlig neue Geschäftsmodelle entwickeln, die sozusagen diesen Datenmarkt umgehen. Das ist natürlich super komplex und dann ist die Frage, okay, wer steuert das? Keine Ahnung, also nationalstaatlich, auf Seiten der Kommission, gibt es da sicherlich Bemühungen, wie weit die gehen, wie kräftig die sind, wird sich weisen. Ne? Mhm. Herr Federat, wie wäre es denn jetzt einfach, wenn festgelegt werden würde, Google muss sollen verschiedene Algorithmen aufdecken, alles ganz transparent, wäre das die Lösung? Man müsste natürlich wieder fragen, welchen Algorithmus. Es ist ja nicht der Algorithmus, obwohl ich die Antwort auf sozusagen alle Fragen genau wie Sie kenne. Also es ist so, dass bestimmte Teile von Algorithmen natürlich immer Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse bleiben müssen. Wenn also die Suchmaschine von Google eben im Vergleich zu anderen Suchmaschinen sehr viel besser ist, wir blenden mal für einen Moment aus, dass eigentlich alle Suchmaschinen kostenlos sind und daran genau die Frage der Werbung, in der man bezahlt, eben sich stellt. Aber wenn wir das mal ausblenden, dann muss man natürlich sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und Konkurrenz kann nur entstehen, wenn man eben auch einen Wissensvorsprung hat gegenüber anderen, die vielleicht in dem gleichen Geschäftsfeld tätig sein wollen. Und von daher wäre ich dagegen zu sagen, es muss alles transparent und offengelegt sein. Was wichtig wäre, dass eben insbesondere dort, wo Rechte Dritter gefährdet sind, und angenommen es sind eben Nutzer, deren Daten gesammelt werden, weil mit denen vielleicht indirekt bezahlt wird, dann muss zumindest transparent sein, wie diese Daten eben eingehen in den Algorithmus und was, um das zu wiederholen, sonst noch mit den Daten gemacht wird. Werden die verwendet, um eben das Suchergebnis zu generieren? Dann will ich natürlich wissen, ob ich mich möglicherweise genau in dem Bereich befinde, der mir genehm ist und alles andere wird ausgeblendet. Stichwort Filterbubble. Ich will aber eben auch wissen, ob meine Daten anschließend verwendet werden, um eben zielgerichtet Werbung zu schalten. Wir sind aber in vielerlei Hinsicht, was die Endnutzer betrifft, zumindest die informierten Endnutzer, eigentlich schon weiter, als diese Diskussion suggerieren mag. Denn über vieles kann man sich selbst sozusagen eine Transparenz verschaffen. Wenn man so viel weiß wie Sie. Wenn man, ja, richtig, wenn man eben einschlägige Computerzeitschriften liest, aber eben auch Artikel über genau die Frage der Beobachtbarkeit eben mal liest und ernst nimmt, dann merkt man, dass es eben auch Werkzeuge gibt, die sich jeder in seinem Browser installieren kann, um eben zum Beispiel aufzudecken, dass beim Lesen von Spiegel Online, um nur mal ein Beispiel zu nennen, das Unternehmen sitzt ja nun auch in Hamburg, ja, eben ein wirklich engmaschiges Werbenetz im Hintergrund angestoßen wird, das eben dazu führt, dass die eingeblendeten Werbebanner eben nicht nur bei Spiegel Online, sondern eben auch bei anderen Portalen zusammenhängen. Also okay. die Sache mit diesem Ganz kurze Frage, haben Sie da einen Tooltip? Welches Tool nehmen wir da? Naja, ich würde mir an Ihrer Stelle den Firefox-Browser installieren und dort ein Tool, das Collusion bzw. Lightroom heißt. Und das ist ein Add-on, das man einfach installiert. Es gibt noch ein anderes, das heißt GoStreet. Das zeigt zumindest an, welche Sites im Hintergrund eben noch Daten sammeln. Also das kann man natürlich dann auch blockieren, wenn man das unbedingt möchte. Entscheidend ist sozusagen die Transparenz, die wir alle als Endnutzer brauchen, entsteht mit solchen Tools, zumindest eingeschränkt, und wir werden alle sensibler. Vielen Dank. Wir öffnen jetzt schon mal das Podium für Fragen und ich laufe auf den ersten zu, der eine Frage hat, während Herr Latzer gerne noch... Eine Anmerkung vielleicht dazu. Also ich meine, mit Transparenz, das ist schon etwas problematischer, glaube ich, weil es gibt, und das ist, glaube ich, auch schon recht bekannt, es gibt das Transparenzdilemma. Ja? Also man kann bei einer Suchmaschine nicht den Suchalgorithmus publizieren, ja? Weil dann natürlich alle versuchen zu optimieren, nur aufgrund dieser Kriterien. Ja? Damit macht man das absurd, dieses System. Also das sind Grenzen gesetzt. Deswegen die Vorschläge, die Staaten sollen Zugang haben, die Politik.
Das hatten wir schon vor langer Zeit mit dem Clipper-Chip, wenn sich einige erinnern, ja, mit der Verschlüsselung. Und die USA hat gesagt, und wir haben den Generalschlüssel für alles. Ja. Und genau dieses Problem wird sich jetzt wieder stellen, wenn wir sagen, absolute Transparenz und die Politik überprüft es. Wir haben keine national abgeschotteten Systeme mehr. Also ich glaube, das ist einfach nicht praktikabel. Wir brauchen andere Lösungen, die nicht nur jetzt hierarchisch eben durchdekliniert werden. Wir brauchen Lösungen bottom-up, ja, auch bei Privacy-Fragen, bei den Untersuchungen, die wir gemacht haben. Das Wichtigste ist, ob sich jemand schützen kann, sind die Skills. Ja. Es ist einerseits Awareness und Skills, aber unsere, für uns auch überraschend war, der stärkste Prädiktor dafür sind die Skills. Das heißt, und dort könnte eine Politik ansetzen, einfach diese Skills zu stärken im Umgang mit dem Internet, dann könnten Leute sich auch verstärkt selbst schützen, weitaus wirksamer als zentral implementierte Regulierung. Medienkompetenzvermittlung, meinen Sie? Ja? Das ist Medienkompetenz, einfach im Umgang damit, ja. Gut, ich weiß, es gibt bestimmt noch ganz viele Fragen. Ich würde Sie einladen, diese Fragen einfach direkt an unsere Panel-Teilnehmer zu stellen. Jetzt in der Pause. Wir machen jetzt bis 16.15 Uhr eine Kaffeepause. Unten gibt es Getränke und Erfrischungen. Das habe ich verstanden. Und um 16.15 Uhr geht es weiter mit unserem Panel zu Algorithmen im Journalismus. Vielen Dank.